Jetzt kommen wir mal zum Fahrerhaus, zur Bedienung und Co. So, jetzt sind wir natürlich hier ein bisschen im Dunkeln durch die dezente Motorhaube. Aber ich gebe jetzt mal wieder an Helga ab. Hier sind so ein paar nicht zeitgenössische Einbauten von komischen Radios und hässlichen Lautsprechern. Die fliegen noch raus. Ansonsten ist das Auto wirklich aus einer anderen Zeit konstruktiv. Wenn man so sitzt und so auf die Straße schaut, sieht man alles in diesem Auto, bloß nicht den Tacho. Weil entweder ist die Hand davor und ein Stück Lenkrad ist davor und Tacho ist sowieso eigentlich überflüssig, weil man fährt halt so, wie man fährt. Nee, Schmarrn. Aber es ist ein bisschen so wie beim Mini Cooper, aber noch schlechter ablesbar. Aber es schaut halt total geil aus, der große Tacho in der Mitte, den es auch als Fahrtenschreiberausführung bei normalen LKWs gegeben hat. Der hier scheint schon ab Werk eine trotzdem etwas improvisiert wirkende Warnblinkanlage zu haben. Das war nämlich damals noch nicht ganz so selbstverständlich. Und wie das halt früher mal so üblich war, zwei Schrauben und rausgeklappt und schon kann man reparieren. Alles mal wieder unkompliziert im Gegensatz zu heute. Und vor allen Dingen kein Snap-in, wo dann Plastiknasen abbrechen. Ganz so durch sind wir auch noch nicht. Wir haben eine Ladekontrollleuchte, ganz normal. Wir haben eine Geräteraumbeleuchtungskontrolle. Das war das, was ich vorhin mit dem toten Kabelbaum euch gesagt habe. Und hier haben wir einmal Nebenantrieb ein. Das hat also geleuchtet, wenn die Feuerwehrpumpe eingeschaltet war. Wobei es hier zusätzlich nochmal ein Pumpe eingeschaltet Licht gibt. Sind wir noch nicht ganz up to date, was Sache ist. Ich mache mal im Zündung rein. Heizgebläse ist einstufig. Oder zweistufig, nämlich aus und ein. Ha. Dann haben wir noch die Blaulichtkontrollleuchten. Die werden sicherlich irgendwann einen sinnvolleren anzeigen, wie zum Beispiel leere Bremsflüssigkeit oder so weichen. Was ganz wichtig ist und was man auch immer ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Und ich finde es aber auch wieder nett und interessant. Wir haben hier von VDO, nee, Motometer steht hier. Wie auch immer. Motortemperatur, Stopp bei Fahrbetrieb. Wenn man ganz genau rangeht mit der Kamera, dann seht ihr hier, zwei Glühbirnen und zwar auf Schwachleuchten. Ich gehe mal davon aus, dass die in Reihe geschaltet sind, einfach zur Funktionskontrolle, damit man sieht, dass die Bändel in Ordnung sind. Da wir hier einen V-Motor haben, ist ein Temperaturwächter, Thermostatschalter, ich glaube bei 170 Grad schaltet der die Birnen an, auf der rechten und einer auf der linken Zylinderbank. Finde ich total ulkig und gefällt mir wie Sau. Diese beiden Leuchten, die sollten also immer in Ordnung sein. Öldruckmesser mit einer leicht algorithmischen Skala, so irgendwie 4 Bar macht die Hälfte und dann oder 2 Drittel und dann die nächsten 8 Bar machen dann noch das letzte Drittel. Öldruckmesser, Blinklichtkontrollleuchte ist bei unserem Magirus noch in Rot mitsamt Anhängerkontrollleuchte, da langweilt der ein oder andere TÜV-Prüfer mal, ist original. Scheibenwischanlage, Überzugschalter, Armaturenbrettbeleuchtung, auch wie bei alten Autos, separat schaltbar. Dann, wie üblich, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Und wir haben schon den Luxus eines Lenkstockschalters. Das gab es auch anders, mit Umschaltung für Fernlicht, Abblendlicht. Es gab auch Magirus Merkur, die hatten keine Blinkerkontrollleuchte im Armaturenbrett. Die hatten teilweise noch zwei Kreisblinkeranlagen, das heißt hinten nur eine Zwei-Faden-Lampe, Rücklicht 5 Watt, Bremslicht 21 Watt und wenn man bremst und blinkt gleichzeitig, wurde die leuchtende Bremsleuchte auf der blinkenden Seite unterbrochen und zum Blinken gebracht. Die hatten die Blinkerkontrollleuchte hier in so einem roten Nöppel am Blinkerschalter. Liegt schon bei uns auf der Fensterbank, haben wir auf dem Oldtimermarkt gekauft. Schaut totgeil aus, ist absolut oldschool. Das ist die Bedienung von der Webasto Standheizung. Das ist auch ein relativ einfaches 1-2 An-Aus-Zack-Bumm-Prinzip. Also heizen und man kann auch kalt lüften. Ansonsten haben wir hier noch zwei Heizungsregler, deren Funktionsweise mich noch nicht so ganz entschlossen. Ich mir noch nicht so ganz eingeprägt habe. Der eine ist auch fest, hat also irgendwo mit Sicherheit was mit Öl und Luftfluss zu tun. Vom Wärmetauscher von der Motorenölheizung. Kann ich euch im Moment noch nichts drüber sagen.
Handgas, wie üblich beim alten Diesel, abstellen, einfach reindrücken. Bleibt dann auch gedrückt drin und wenn man wieder starten will, einmal aus Gas treten, kommt er wieder raus. Handbremse, ja, so im Kutschenlook von 1920. Dann haben wir eine Umschaltung Gelände und Straßengang, ist der hier. Wird man wahrscheinlich laufen lassen müssen im Motor, das ist mit Sicherheit, also unsynchronisiert in Anführungszeichen. Dann haben wir hier die Differentialsperre. Die muss man sich auch merken, steht allerdings auch hier oben dran, in gezogenem Zustand aus ist und im runtergedruckten Zustand eingeschaltet ist. Steht aber hier oben auch drauf. Dann haben wir hier noch für den Nebenantrieb den Hebel, um die Pumpe einzuschalten von vorne aus. Kann man ja auch durchaus verstehen bei 10 Stunden Feuerwehreinsatz, dass man mal vorne sitzen mag, um sie aufwärmen mag oder sonst was. Und dann kann man praktisch die Pumpe auch von vorne in Betrieb nehmen. Fünfganggetriebe mit Hochziehen und nach vorne für den Rückwärtsgang und für den ersten. Das heißt, das linke Register von der Schaltung hier, dazu muss man hochziehen. Also auch um in den ersten Gang zu kommen, den man eigentlich nur im Hängerbetrieb bei Steigung oder sonst was braucht. Ansonsten 2, 3, 4, 5 ganz normal. Der Magirus 150 ist serienmäßig mit Synchrongetriebe und serienmäßig ohne Servolenkung. Der 125er Magirus Merkur hat noch unsynchronisiertes Getriebe. Da war das Synchrongetriebe aufpreispflichtig. So, was haben wir noch Schönes? Was fällt mir ein? Supergeile GHE Innenraumleuchte mit Echtglas. Glas, einfach heiß. Und Aluminium. Ja, Dreieckscheiben mit Sperrriegel. Die geht ein bisschen schnuckliger. Die andere müssen wir halt mal ölen. Ist eine, die so rum ist, wie sie es gehört. Nicht so lustig wie beim 319er. Also hier haut es die Fliegen nicht rein, wenn man fährt. Aber dafür lüftet sie ja natürlich auch nicht so stark. Das ist eigentlich das Geilste am 319er, dass sie da falsch rum aufgeht und man dann den ganzen Fahrtwind ins Gesicht kriegt. Das macht den Charme Oldtimer aus. Was haben wir noch? Wir haben was Besonderes beim Magirus Merkur. Und zwar, wir haben eine 12-Volt-Anlage auf diesem LKW mit 24-Volt Anlasser und Umschaltanlage. Ich hoffe, dass ich es jetzt auf die Reihe kriege, euch das zu zeigen. Weil das unter dem Fahrersitz zusammen mit den Batterien verstaut ist und ich nicht weiß, ob ich das jetzt ad hoc aufkriege. Ich probiere es mal kurz. Zwei fette Batterien. Hier muss übrigens auch mal ein Anstrich erfolgen, nochmal so. Batteriesäure und Co. Da müssen wir noch was machen. Ach ja, Motorbremse, pneumatisch. Ganz vergessen, weil eigentlich selbstverständlich beim LKW. Druckluftbetätigte Motorbremse sollte man natürlich irgendwann auch mal vorne gucken, ob die beiden klappen. Wie gesagt, V-Motor. Dann auch entsprechend schließen. Muss man mal ausprobieren. Die Klappen gibt es auch wieder zu kaufen. Es gibt da eine zwar nicht ganz so preiswerte, aber doch gut sortierte Oldtimer LKW-Werkstatt JFW. Der hat alles auch so weitestgehend online. Einfach mal schauen, was da so an Teilen auch zur Verfügung stünde für den Fall eines Falles. Was jetzt das Spezielle an dem Magirus ist, ich habe es auch technisch noch nicht ganz durchblickt, gibt aber Schaltpläne im Internet, ist dieses Drumteil hier. Das ist ein relativ großer, recht gewaltig wirkender Magnetschalter. Aus dem Hause Bosch, den es erstaunlicherweise, obwohl ich so ein Teil noch nie vorher gesehen habe in meinem Leben, immer noch neu zu kaufen gibt, zum Preis von irgendwie grob 200 Euro. Das ist ein Batterieschalter, der in dem Moment, in dem wir anlassen, die Batterien in Reihe schaltet und vermutlich die restlichen Verbraucher abklemmt, weil sonst alles in Rauch aufgehen würde. So ist meine Theorie und das wird vermutlich auch stimmen. Das heißt also, wir haben eine 24 Volt Startleistung und Kraft auf einer sonst ganz normalen 12 Volt Anlage mit 12 Volt Lichtmaschine und so weiter. Ich finde das eigentlich gerade für Wohnmobilkompatibilitäten im Hinblick auf Verbraucher, Birnen kaufen und alles, was man halt so macht und irgendwie
Weil es gibt vieles, ich sag mal, so ein Navi-Netzteil oder die sind alle schon 12 und 24 Volt kompatibel, aber 12 Volt ist halt immer noch weiter verbreitet. Man kriegt die meisten Glühbirnen an jeder Tanke und so weiter. Und deswegen finde ich das eine ganz schicke Sache, dass das an sich ein 12 Volt Auto ist, aber man trotzdem einen durchzugsstarken, kräftigen Anlasser hat, der auch, wenn die Batterie teilentladen ist, immer noch eine relevante Umdrehung herbringt, um den Motor zu starten. Genau das machen wir jetzt einmal. Und dann, ja, ich habe viel gequasselt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube es fast nicht. Also wer noch Ergänzungen hat, schreibt uns was in die Kommentare rein. Ich glaube, ich habe erstmal von dem bisschen, was ich von dem Auto weiß, eigentlich alles und das meiste gezeigt. Und wir verabschieden uns jetzt mit dem ins Blut gehenden, kernigen, geilen Sound eines Deutz 6-Zylinder 714, den es übrigens bis 12-Zylinder gegeben hat. Also wenn jetzt irgendwo Ersatzteile, vielleicht nochmal ganz kurz, irgendjemand irgendeinem was am Motor verreckt, den gab es übrigens auch als Vielstoff-Variante, da muss man manchmal aufpassen, weil das unterschiedliche Ersatzteile sind oder Teile. Aber wer jetzt irgendwo so ein Auto kaufen möchte und Teile schlachten möchte als Reserve, der kann sich natürlich auch einen 8-Zylinder herholen und sich Teile in die Garage legen vom 8-Zylinder, wenn er einen günstigen herkriegt, weil ja diverse Teile einfach kompatibel sind. Nicht alles natürlich, aber einiges etliches. Das also nur noch mal so am Rande. So, wie sagt man so schön, Rudolf Diesel Gedenkminute, vorglühen. Konventioneller Glühüberwacher mit Glühspindel. Sollte man also immer warten, bis er richtig schön hell aufleuchtet. Das ist ein 2-Stufen-Anlassschalter hier. Gibt es auch noch alles neu aus dem Traktor, von der Traktorfraktion. Jetzt ist er schön am Leuchten und. Schöner Leerlauföldruck, Drehzahlmesser haben wir keinen, werden wir noch nachrüsten, aber ich meine klar, kalter Öldruck ist nicht gleich warmer Öldruck, es ist jetzt ein kalter Öldruck, aber wir liegen hier bei knapp 4 Bar und das gibt einen auch bei kaltem Motorenöl schon ein gutes Gefühl, dass dieser Motor nicht abgeritten ist, dass die Pleuellager, Kurbelwellenlager nicht ausgelaufen sind und so weiter, also der wird vermutlich noch ein langes Leben haben. Wir klettern jetzt noch mal kurz nach draußen und wünschen euch Anfang Juni 2019 ein schönes Wochenende und würden uns darüber freuen, wenn ihr das Umbauprojekt, weil jetzt wird es dann wirklich bald losgehen, verfolgt. Es wird zwar 2-3 Jahre dauern, weil einfach sehr viel Arbeit anliegt, aber mühsam, wenn ihr sich das Eich hört. Ich sage schon mal schönes Wochenende.
So, das ist der Motornachlauf von 9,5 Litern Dieselhubraum V6. Sag deine Leute mal noch drauf. Was? Sag deine Leute mal noch drauf. So, hallo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also für mich war alles sehr lehrreich, sehr interessant. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn die Fragen, die Tino gestellt hat, beantwortet werden, weil wir sind ja auch nicht allwissend und versuchen einfach nur, uns, was wir wissen, weiterzugeben. Und wir freuen uns, wenn ihr das gesamte Markierungsprojekt weiter verfolgt. Wir fangen an dann mit der Kabine in diesem Jahr lackieren, die ganzen Arbeiten, die drumherum anhängen, entrosten, schleifen und füllern und so weiter. Und ja, freuen uns einfach, wenn ihr den Kanal weiterverfolgt. Tschüss und ciao, bis bald. Servus. Also ich für meinen Teil, ich finde das Motorengeräusch toll und ich freue mich schon, endlich in diesem Fahrzeug zu sitzen und die große Reise anzutreten. Servus! Wein gleich weg, oder?